Die Hackerattacken auf das US-Militär und auf das Filmstudio Sony Pictures haben es deutlich gemacht. Die digitale Infrastruktur von Staat, von Wirtschaft ist auch in den USA angreifbar und verletzlich. Mit einem neuen Gesetz will Präsident Obama den Schutz vor Cyberattacken erhöhen. Wichtig sei es vor allem, die Zusammenarbeit von Unternehmen und Behörden zu verbessern. Er will härter durchgreifen. Im Nationalen Zentrum für Internetsicherheit präsentiert der Präsident seinen Gesetzesvorschlag. Nach seiner Vorstellung sollen Gerichte künftig schneller eingreifen dürfen. Wir wollen, dass Kriminelle für Internetangriffe die volle Härte des Gesetzes spüren, weil sie genauso viel oder sogar noch größeren Schaden anrichten als konventionelle Verbrecher. Erst vor zwei Tagen hatte eine pro-islamistische Gruppe das Twitter-Konto des Militärkommandos CENTCOM gehackt. Keine Sicherheitsgefahr, heißt es offiziell, doch peinlich bleibt der Vorfall allemal. Und so verspricht auch der republikanisch dominierte Senat, sich dem Gesetzesvorschlag zu widmen. Internetsicherheit ist ein kompliziertes Thema, zu dem es unterschiedliche juristische Bewertungen hier im Senat gibt. Wir werden versuchen, da eine Lösung zu finden, damit der Präsident ein Gesetz unterschreiben kann. Höchst umstritten bleibt Obamas Forderung, dass Unternehmen künftig gezwungen werden sollen, Hackerangriffe öffentlich zu machen. Dem Präsidenten liegt das Thema am Herzen. Deshalb beruft das Weiße Haus für nächsten Monat einen großen Gipfel ein zum Thema Internetsicherheit.